Unter dem Bild hängt ein Informationstäfelchen. V.D. Utarefsson, der merkwürdige Stifter und erste Heimleiter, gründete bald nach seiner Ankunft in der Stadt im Jahr 1888 das Waisenhaus. Aus reiner Nächstenliebe bot er zahllosen Straßenkindern ein Zuhause und erlangte alsbald breite Anerkennung in allen Gesellschaftsschichten der Stadt. Während der Grippeepidemie von 1891, die besonders seine Einrichtungen traf, verschwand er so plötzlich, wie er gekommen war. Der Volksmund vermutet, dass er aufgrund einer Fehde mit einem niederländischen Arzt floh oder gar ermordet wurde. Muss wohl ein Skandinavier gewesen sein bei dem Namen und so bleich, wie der aussieht. Nee, das hässliche Porträt brauche ich nicht. Können wir jetzt noch die Tür öffnen? Wahrscheinlich immer noch nicht. Nö. Wir haben einen Baum. Ich bin erstaunt, wie gut das Haarnetz alles zusammenhält. Nein. Ja gut, haben wir jetzt wirklich alles? Können wir jetzt durch das Gitter gehen? Versuchen wir es mal. Kellerfenster, tatsächlich. Können wir jetzt durch? So, nichts wie raus hier. Hey, Grunge! Solltet ihr nicht Wache schieben? Haben wir doch. Das sieht aber nicht danach aus. Es hat auch ganz schön lang gedauert. Es gab Komplikationen. Man konnte ab und an auch mal komische Geräusche vernehmen. Ich sagte bereits, es gab Komplikationen. Ach ja, ach ja. Ich habe dir von Anfang an gesagt, was ich von... Ja. Wir sollten lieber schleunigst nach Hause, bevor die ihr Glück bemerken. Ja. Ach ja, ist der nicht schön. Ich wusste, dass es euch gefällt. Es fühlt sich auch so wonnig an, Gutes getan zu haben. Man konnte die Vorfreude der Kinder aus ihren Gesichtern lesen, als sie geschlafen haben. Wundervoll. Morgen können sie dann frei durch den Raum herumtollen, ohne sich irgendwo zu stoßen. Herrlich. Yay! Finde ich klasse, einfach erbärmlich. Ich wusste, dass sie in der Sache hinter mir steht. Absolut. Natürlich lächerlich. Hätten wir das geklärt. Diese schändliche Aktion ist ein Fall für meinen Blog Brumpft. Okay. Boykott rabiater, unmoralischer, menschenverachtender und fragwürdiger Taten. Brumpft. Alles klar. Hey, mach uns doch nicht die Weihnachtsstimmung kaputt, Rums. Es ist doch alles gut gegangen. Die Kinder haben jetzt ein sauberes und freiräumiges Waisenhaus zum Spielen. Und wir haben ein reines Gewissen. Haben wir das? Wir unterbrechen kurz das Programm für eine Eilmeldung. Oh je. Im hiesigen Waisenhaus ist vor wenigen Stunden eingebrochen worden. Upsi. Wie die Polizei berichtet, wurden sämtliche Geschenke sowie der Weihnachtsbaum entwendet. Hihihihi, ich war's nicht. Jedoch gibt es in dem Fall auch Erfreuliches zu berichten. Ich sag's, das Lotto-Los hat jemand gewonnen. So sagt der Hausmeister der Einrichtung. Ich weiß ja nicht, wo ich herhaben tu, aber als schwach bin, katsch dieses Lotto-Los in der Hand.
Oh Gott, der hat tatsächlich im Lotto gewonnen. Vielleicht habe ich das gekauft, als ich mir eine Pulle Sprit an der Tanke geholt. Die haben ihn tat. Ja. Wie sich herausstellte, entsprachen die Zahlen der heutigen Ziehung. Yay. Geil. Damit geht ein Jackpot in einer unermesslichen Höhe an die Einrichtung. Wie uns Herr Schnabus mitteilte, wolle er damit in erster Linie die gestohlenen Gegenstände ersetzen. Okay. Aber auch die Getränkevorräte des Hauspersonals sollen aufgefüllt werden, natürlich. Was für eine schöne Weihnachtsgeschichte. Und nun weiter im Programm. Das ist doch nicht wahr. Ein tolles Weihnachtsmärchen. Gehe ich richtig in Annahme, dass das dein Lottolos war und du es dort verloren hast, Onk? Nun, nicht direkt verloren. Wir haben es, naja, eingetauscht. Krieg einen Schlüssel. Naja, verloren kann man so nicht sagen. Sag ich ja. Zumindest hat die Geschichte noch eine moralische Wendung genommen. Kommt, wir verteilen die Geschenke. Die Bescherung wird mich vielleicht etwas aufheitern. Hier, Rums, dein Geschenk. Oh, ein Geschenk für mich? Raschel, ist das etwa? Nein, echt jetzt. Wirklich? Eine PlayStation 3. Nice. Danke, Onk. Schnell, öffne den Karton. Du Sackgesicht, das ist keine PlayStation. Was soll das überhaupt sein? Das grüne Ding ist voll hässlich. Und warum hat es einen so kleinen Schniedel? Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Mängling. Was war das? Hey, das macht ja Geräusche. Du musst dich schütteln. Witzig. Das Vieh ist doch gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich daraus ein Computerspiel machen. Frohe Weihnachten, Rums. Wir sollten den Spielern auch ein frohes Fest wünschen. Besonders meinen Fans. Haben die das überhaupt verdient? Hey, die haben den Mist bis hierher gespielt. Ja, hab ich. Stimmt auch wieder. Na dann, frohe Weihnachten! Oh, das war's. Okay. Onks Venture. Ein Weihnachtsmärchen von Pan Sartre. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Auch wenn Weihnachten schon ein Weilchen her ist. Ein wunderschönes Spiel. Ich fand Teil 1 von Onks Venture schon wunderbar und Teil 2 finde ich mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Sogar, genau. Wieder zahlreiche Insider, diesmal nicht nur beschränkt auf Gronkh Sarrazar und Sergeant Rumpel, sondern wirklich ausgeweitet. Wen hatten wir alles? Mr. Moregame, Haider, Pete's Meat, Pandoria, Funk Royal. Natürlich Gronkh Sarrazar und Sergeant Rumpel, Tobi, Curry,
zahlreiche, zahlreiche Insider. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Ich habe mich sehr amüsiert. Hut ab an den Entwickler. Richtig geiles Spiel. Richtig geil. Und ja, ich packe euch den Link zum Download mal in die Videobeschreibung. Man kann das Spiel gratis downloaden. Man kann allerdings auch dem Entwickler eine Spende hinterlassen, wenn man das möchte. Und ja, ich lasse einfach mal die Credits noch ein bisschen durchlaufen. Mit der wunderbar weihnachtlichen Musik im Hintergrund. Wie war die Adresse des im Spiel erwähnten Podcasts? Da steht die nochmal. Sehr geil. Ganz wunderbar platzierte Werbung im Spiel gewesen. Ja. Mein Satzbau ist auch mal wieder wunderbar. Ja. Das war's. Ich glaube, mehr passiert hier nicht mehr. Gehen wir zurück zum Hauptmenü. Und damit verabschiede ich mich dann auch wieder bei euch. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und hoffe, dass es euch genauso gefallen hat wie mir. Wie gesagt, ich fand dieses Game einfach herrlich mit den Tausenden von Insidern. Muss allerdings auch zugeben, wer die ganzen Insider nicht kennt oder nicht verstanden hat, für den ist das Spiel wahrscheinlich gerade mal halb so lustig, wenn überhaupt. Aber als Fan finde ich das Spiel echt geil. Ich bin beeindruckt und wenn es euch gefallen hat, wenn euch mein Let's Play gefallen hat, lasst es mich wissen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!